nie einmal nach Salzburg gekommen, selbst so schöner geworden. Ich glaube, das ist ein gutes Zeichen. Ein Chef, der uns sehr gefreut hat, war sehr spontan von drei Burschen. Es war der Peter, der Rüdiger und der Wolfgang. An euch drei wieder. Vielen Dank für 1000 Euro. Dankeschön. Also, David, das ist für mich das einzige Motorrad, wo langsam vor allem Spaß war. Seit wann fährst du? Seit 1993. Und was fährst du? Harley Davidson. Yeah! Du hilfst uns nicht nur mit deiner Anwesenheit, da ist uns schon viel geholfen, sondern auch mit deinem lässigen Schmäh, mit deinen genauen Informationen, ob es geregnet oder nicht. Es gibt eine alte meteorologische Regel. Man muss nur warten können. Irgendwann einmal stimmt die Prognose. Es war genau umgekehrt. Wir sind zu früh weggefahren. Sie sind ja nicht nur Gastgeber hier, sondern Sie haben uns auch was vorbereitet, habe ich gehört. Ja, ich habe eine Kleinigkeit vorbereitet und ich darf hier 3500 Euro übergeben, dass es dem guten Zweck auch hilft. Und ich finde diese Harley Davidson Charity Tour eine ganz tolle Sache. Ja, wir würden uns freuen, wenn Sie dann nächstes Jahr wieder bei uns vorbeischauen. Super! Dann haben wir noch einen Mann, ein Pärchen, das nicht genannt worden wollen, gell, Joe? Er ist einer der wenigen Nicht-Harley-Fahrer, aber wir arbeiten daran. 5000 Spontanspende! Harley Davidson Charity Tour, das ist eine Sache, die kommt aus dem Herzen. Öffnet eure Herzen und vielleicht auch eure Geldtasche. Die Charity lebt